Oh, läuft. Liebe Facebook-Freunde, ich zeige euch das schnellste und beste Dessert der Welt. Ganz einfach. Einen Kaiserschmarrn. Und dieser Kaiserschmarrn ist wirklich so einfach wie gut. Erstmal brauchen wir Eier von glücklichen Hühnern. Gute Eier, ja? Freiland-Bodenhaltung, wenn möglich. Also die Eier werden getrennt und das Eiweiß wird extra steif aufgeschlagen. So, schaut's aus. So, und das Aufschlagen funktioniert am besten, wenn man in das Eiweiß eine Prise Salz gibt. Und dann wird das einfach aufgeschlagen. Mache ich jetzt nicht, dauert viel zu lang. Okay, dann kommt zu diesen Eigelben ein bisschen Mehl. Schaut mal her, zwei Eigelbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf Esslöffel Mehl. Zu dem Mehl kommt ein bisschen Vanille. Ja? Ganz normale, schöne Vanille. Bestes Gewürz der Welt. Die Vanillestange wird ausgekratzt, das Vanillemark kommt hier rein. Und dann vielleicht, wenn man es ganz gut machen will, nehmt ihr ein bisschen eine Orange und raspelt ein bisschen Orangenschale rein. Das war's gewesen. So, und dazu kommt Milch. Ohne Rezept, wirklich ohne Rezept. Schaut einfach mal her. Ich gebe so viel Milch rein, bis das Ganze hier einen schönen homogenen Teig ergibt. Keine Klümpchen. Wenn es ein bisschen zu fest wäre, kommt halt einfach noch ein bisschen Milch rein. Das war's. So, dann das Eiweiß dazu. Schaut her, habe ich schon mal aufgeschlagen. Und dann wird das Ganze unterhoben und nicht so mit zusammengekniffenen Knien, sondern einmal kräftig rühren. So, schaut her. Rühren. Und fertig ist der super schaumige Kaiserschmarrnteig. Dann eine Pfanne nehmen. Ein bisschen Butter rein. Schau mal her. Ein bisschen, nicht so viel. Ein bisschen. Und diese Butter in der beschichteten Pfanne schmelzen. Und dann den Teig rein. Schaut mal her, wie schaumig der ist. Ein richtig schöner, schaumiger Teig. Ordentlich auskratzen, kostet ja alles Geld. Und jetzt den Teig schon langsam fest werden lassen. Schwupp. Hab ich ja schon mal vorbereitet, ne? Und jetzt diesen luftigen Teig ein bisschen rupfen. So ein Kaiserschmarrn gehört für mich zu den besten Desserts der Welt. Kaiserschmarrn, Panna Cotta, Tiramisu, Creme Catalan, Crêpe Suzette, ja, Salzburger Nockerl. Das sind alles ganz, ganz, ganz einfache Desserts, die aber unglaublich Potenzial haben, zur absoluten Delikatesse zu wandeln. Schöne kleine Stücke rupfen. Ein bisschen Mandeln dazu. So, Achtung. Achtung, Achtung. 3, 2, 1. Es kommt ein bisschen Zucker rein. Schaut mal her. Einmal, zweimal, drei gehäufte Esslöffel Zucker. Jetzt mag man vielleicht denken, der Hänsel spinnt, was nicht ganz verkehrt ist. Aber das muss man sich einfach mal gönnen. Ja? Das muss man sich einfach mal gönnen. Eine richtig ordentliche Portion Butter rein. Und jetzt mit der Butter und dem Zucker das Ganze karamellisieren lassen. Das heißt, die Butter schmilzt, der Zucker wird ein bisschen braun, zusammen entsteht ein Karamell. Und dieses Karamell, das ist unsagbar. Das ist der Wahnsinn, das ist wie so, vom Rummel kennt man das mit den gebrannten Mandeln. Das ist genau so. Und die Kalorien, bitte, das müsst ihr mir glauben, das ist zwar viel, aber eine Flasche Cola hat bedeutend mehr Zucker. Und das ist kulinarisch einfach der Wahnsinn. Jetzt müsst ihr diesen Zucker bei maximaler Temperatur, ja, ich habe hier einen Induktionskochfeld, mit richtig viel Power karamellisieren lassen, dass der ein bisschen braun wird. Und dann ist das, da brauche ich nichts anderes zu Weihnachten. Ein kleiner Tipp noch. Komm her, ich habe hier ein paar gefrorene Himbeeren. Gebt die einfach dazu. Dann habe ich hier nochmal ein bisschen Contrôle. Genau. Achtung, Achtung, Achtung! Das, so. Einmal schwenken. Das Flambieren ist nur dazu da, dass der Zucker noch mal ein bisschen mehr Dampf bekommt. Im Teller und jetzt diesen karamellisierten und flambierten Kaiserschmarrn anrichten. Irgendwann, liebe Freunde, irgendwann, schaut mal her, haben wir Geruchsfernsehen, dann könnt ihr das riechen. Das hier ist eine Sensation. Bitte, schreibt mir einen Kommentar, nachkochen, nachbacken. Kaiserschmarrn à la Christian Hänsel mit ordentlich Butter und Zucker. Viel Spaß beim Nachkochen. Boah, jetzt wird gegessen.